war natürlich für alle, also ich glaube, es ist nicht nur im medizinischen Bereich, sondern allgemein eine große Umstellung vom Tagesablauf oder wie man sich gibt. Natürlich, es fallen einfache Dinge weg, wie zum Beispiel das Händeschütteln mit Patienten. Wir müssen Maske tragen während der Behandlung. Wir achten darauf, dass wir regelmäßig desinfizieren, dass wir Handschuhe tragen. Die Handhygiene ist ganz wichtig. Da hat sich viel getan, noch mehr natürlich, als was man eh schon machen muss im medizinischen Bereich. Es war am Anfang schon eine Umstellung, einfach weil man selber die Unsicherheit hatte, was wird sich ändern, wie wird sich das ändern. Aber ich denke, dass wir als Medostron-Firma da wirklich ganz gut durchgekommen sind und dass wir relativ schnell für uns Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt haben.